Schönen guten Abend. Heute kommen wir zur zweiten Folge. Mein Name ist Ferdinand Linzenich, für euch der Ferdi. Und ich habe in der ersten Folge erzählt, warum ich das mache, weil ich Kabarettist, Unternehmer und Kommunikationsberater bin und die Menschen immer auf einen Weg mitnehmen möchte, vom Problembetrachter zum Chancenergreifer zu gehen. Das heißt also, die Dinge positiv zu sehen. Ich bin ein unheilbarer Optimist. Nun werden einige, vor allem Frauen, weil die ja besonders gut beobachten und sowas sehen, sagen, ja, der hat ja das Gleiche an wie beim letzten Mal. Das ist richtig. Ich habe erst überlegt, ob ich 6 Outfits mitnehmen soll und mich dann immer umziehen. Aber der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Wir haben natürlich alle 6 Folgen hintereinander gedreht, weil wir natürlich auch noch was anderes zu tun haben. Und deshalb verzeiht mir bitte, dass ihr mich immer im gleichen Pullover mit dem gleichen Hemd seht. Das soll aber, die Inhalte sind unterschiedlich, also nicht, dass ihr glaubt, ich erzähle euch auch jedes Mal jetzt dasselbe. Das tue ich natürlich nicht. Angst und wie man sie nutzen kann, ist unser zweites Thema und wir müssen uns nochmal darüber im Klaren sein, das Gehirn chronifiziert. Alles, was wir tun, tun wir irgendwann aus einer bestimmten Denk- und Verhaltensweise heraus. Also man muss sich vorstellen, wenn wir Kinder sind, dann sind wir der Welt gegenüber ganz breit und offen. Wir sind neugierig, wir fassen an die Herdplatte, dann wissen wir, ah, das dürfen wir nicht mehr, das machen wir dann kein zweites Mal. Das heißt, wir lernen aus unseren Erfahrungen, wir beschränken uns immer mehr und irgendwann, mit zunehmendem Alter, machen wir immer mehr das Gleiche. Man kann aber auch andersherum sagen, das Gehirn ist wie eine große Kommode mit vielen, vielen Schubladen. Und umso älter wir werden, umso schneller wissen wir in einer Situation, welche Schublade wir ziehen können. Das Problem ist aber, die Kommode wird immer kleiner, unsere Gehirnkommode, und wir ziehen immer schneller aus immer weniger Schubladen unsere Erfahrung heraus. Das führt eben irgendwann dazu, dass wir dann sagen, dem berühmten Satz, die Jugend von heute. Das tun wir gerne im Alter, oder das lasst mich mal mit dieser Technik in Ruhe, da bin ich zu alt für. Das heißt, wir beschränken uns immer mehr und wir sehen immer weniger. Und wir müssen aufpassen, dass uns das nicht passiert, vor allem nicht zu früh passiert. Oder es gibt Menschen wie der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, die ein Leben lang immer offen und neugierig und auf der Höhe der Zeit geblieben sind, beweglich im Kopf geblieben sind. Nicht nur körperlich beweglich, sondern wir müssen ja auch im Kopf fit bleiben. Und das ist das Thema, was wir heute haben. Ich will das euch mal an einem kleinen Rätsel, einem Witzrätsel zeigen, wie sehr unser Gehirn irgendwann anfängt, in Schubladen zu denken. Also, du sitzt in einem roten Porsche. Vor dir ist ein rosa Schwein, das du nicht überholen kannst. Und hinter dir ist ein Hubschrauber, der dich nicht überholen kann. Was musst du da machen? Da musst du aus dem Kinderkarussell aussteigen. Jetzt lächeln sie. Das Problem ist, auch hier sehen Sie wieder den schlagartigen Wechsel der Perspektive. Als ich sie in den Wagen gesetzt, in den roten Porsche, und habe gesagt, vor Ihnen ist ein rosa Schwein, haben Sie die Schublade Straße aufgemacht, weil Ihr Erfahrungskontext ist Auto, Sitzen, Straße. Und dann haben Sie überlegt, wo kommt dieses rosa Schwein her und was macht dieser Hubschrauber hinter mir, der kann eigentlich über mich drüber fliegen. Das heißt, wir versuchen aus einer Schublade, aus einer Denkgewohnheit heraus, aus einer Erfahrungsgewohnheit heraus, ein Problem zu lösen. Das Problem kriegen wir aber nicht gelöst. Wir müssten aus der Schublade raus, das gelingt uns aber allen nicht. Das wäre mir auch nicht gelungen, dass ich den Witz gehört habe. Aber er zeigt sehr gut, dass die einzige logische Antwort das Kinderkarussell ist. Aber dafür müssen wir natürlich die Perspektive wechseln. Und das ist immer das Allerwichtigste in zunehmendem Alter. Und da hilft uns auch Angst. Ich habe, was ich jetzt wiedergebe, stammt nicht von mir, sondern es ist versimpelt das, was ein Angstforscher gesagt hat. Der hat gesagt, man muss sich vorstellen, unser Hirn besteht aus einem Angsthirn. Das sind archaische, alte Strukturen im Gehirn, Stammhirnstrukturen. Und aus dem Vernunfthirn, das ist der jüngere Teil unseres Gehirnareals. Das Angsthirn, was wir haben, ist auf dem Niveau eines Insektes stehen geblieben. Seitdem hat sich dieses Angsthirn nicht mehr entwickelt.
Unser Vernunfthirn ist erheblich komplexer. Das Problem ist aber, dass diese Stammhirnareale natürlich sehr beherrschend sind und bestimmt sind. Müssen sie auch sein, weil evolutionsbiologisch ist es ja so, dass wir früher vor einem Säbelzahntiger weglaufen mussten, eine Gefahr erleben, die wir in irgendeiner Weise blitzschnell lösen müssen. Und dafür brauchen wir Gehirnareale, die sofort autonom reagieren. Wir Adrenalin schießt ein, wir sind sofort wach, wir laufen weg. Wir versuchen, unser Leben zu retten, das Leben unserer engsten Nächsten zu retten. Und deshalb ist dieses Angsthirn immer noch überlebenswichtig, damit wir sofort reflexartig reagieren können. Im Moment aber, in der jetzigen Situation, ist es auch unser größtes Problem, weil es stärker ist als das Vernunfthirn. Das haben wir ja erlebt, ob wir jetzt Mehl einkaufen oder Klopapier einkaufen. Nochmal, ich erhebe mich nicht über diese Menschen. Ich am allerwenigsten, weil ich habe häufiger Angst. Und wenn ich nicht aufpasse, drehe ich mich in diese Angst rein. Wir haben ein Unternehmen mit 160 Mitarbeitern und dann kriegt man existenzielle Sorgen für seine Mitarbeiter und auch für sich selber. Wenn man 38 Jahre gearbeitet hat, will man ja auch nicht alles verlieren. Ich muss dann aber aufpassen, dass ich mich nicht in diese Sache hineindrehe und dann einen Fehler mache. Um es uns nochmal bewusst zu machen, ich mache bei Vorträgen, habe ich mal vorher gesagt, zwei Bilder gezeigt, einmal ein Strand mit Palmen, sonnig, und daneben habe ich ein Bild von einem weißen Hai gezeigt, der das Maul aufgerissen hat. Dann habe ich die Leute immer gefragt, welches der beiden Bilder macht euch mehr Angst? Und dann sage ich immer, ja, wenn ich euch schon so frage, denkt ihr es euch und ihr denkt richtig, ja, der Sandstrand mit den Palmen sollte euch mehr Angst machen. Warum? Weil weltweit sterben 6-mal mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse als durch Haiangriffe. Das heißt, wir haben einen Erfahrungskontext, etwas gelernt, Filme gesehen, Eindrücke bekommen, die haben wir abgespeichert und daraus ziehen wir unsere scheinbar rationalen Schlüsse, die natürlich nicht rational sind. Denn es ist nicht rational, in einem Flugzeug Angst zu haben, wenn wir fliegen, wenn Turbulenzen auftreten, aber gleichzeitig mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn zu rasen. Vor allem Männer sind ja Testosteronbomben, weil die Gefahr dann zu sterben ist sehr viel größer. Das gilt übrigens auch jetzt für die Corona-Krise. Wir machen jeden Tag Dinge, laufen bei Rot über die Ampel, also die Fußgängerampel rot ist, laufen über die Straße, keine Ahnung, fahren zu schnell Auto, gehen sportliche Risiken ein, die uns viel mehr bedrohen, die allermeisten von uns, wie gesagt, außer Risikogruppen. Ich will das nicht runterspielen, die uns aber die allermeisten mehr bedrohen als der Virus im Moment. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir machen, glauben wir mit dem Vernunfthirn zu treffen. Wir treffen sie aber überwiegend mit dem Angsthirn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass wir uns sortieren. Theodore Roosevelt, der amerikanische Präsident, hat mal den berühmten Satz gesagt: Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. In Kriegszeiten hat er das gesagt und das ist ein sehr kluger Satz. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist vor unserer Angst, weil sie uns im schlechtesten Sinne auf eine gefährliche Art und Weise in die falsche Richtung steuert und uns zu irrationalen Empfindungen und Handlungen. Die Mutter aller Lebenshilfebücher ist Dale Carnegie, in den 50er Jahren geschrieben, es hieß Sorge dich nicht, lebe. Zu dieser Zeit hatte man noch nicht die Flut der Lebenshilfebücher, die man heute hatte. Sorge dich nicht, lebe. Das heißt natürlich auch, wir müssen uns bei allem, was passiert, 3 Schritte bewusst machen. Also es geht jetzt nicht nur für die Corona-Krise, sondern insgesamt, wenn wir Ängste haben, existenzielle Ängste haben, Beziehungsängste haben, Verlustängste haben, wie auch immer. Carnegie hat gesagt, du musst 3 Schritte machen. Und du darfst keinen Schritt, den zweiten und den dritten, nicht vor dem ersten machen. Und der erste Schritt ist immer, den du machen musst, wenn du in eine Situation kommst, wo dein Angsthirn wieder mal die Herrschaft übernimmt, musst du im ersten Schritt sagen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Erster Schritt.
Und das schreibt man sich auf, ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Oder andersrum gesprochen, wenn ich wieder existenzielle Ängste habe, ich bin gesund, ich habe 2 Kinder, ich bin glücklich verheiratet, ich bin in einer Familie aufgehoben, ich verhungere nicht, ich erfriere nicht. Es wird mir auch zukünftig gut gehen. Dann kommt der zweite Schritt und der lautet, bin ich bereit, das Schlimmste, was mir passieren könnte, nachdem ich sortiert habe und feststelle, dass es ja nicht wirklich um Leben und Tod geht, bin ich bereit, dies zu akzeptieren? Und wenn ich das bin, dann kann ich im dritten Schritt sagen, dann werde ich alles daran setzen, dies zu verhindern. Wenn ich aber wenn ich den ersten Schritt nicht vor dem zweiten und den zweiten nicht vor dem dritten mache, werde ich mich immer um mich selber herumdrehen und komme nicht da raus. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, 1. 2, bin ich notfalls bereit, es zu akzeptieren? 3, und jetzt, wenn ich es akzeptiert habe, werde ich alles dran setzen, um es zu verhindern. Was wir so hoffentlich ja alle gemeinsam tun. Macht euch nochmal klar, wenn ich euch am 2. Januar gefragt hätte, wovor ihr am allermeisten Angst habt, dann wären euch eine Menge Dinge eingefallen. Aber auf das, was jetzt passiert ist, werdet ihr nie gekommen. Dazu gibt es ein interessantes Buch und eine Theorie, die stammt von Nassim Taleb, der schwarze Schwan. Nassim Taleb war ein Börsenguru, der hat gesagt, ich setze immer auf die nächste Katastrophe. Ich weiß nicht, wann sie kommt und ich weiß nicht, wo sie kommt. Aber ich weiß, dass sie kommt. So hat er auf 9/11 gesetzt, auf den Tsunami damals 2005 in Thailand, auf den großen Börsencrash, oder die großen Börsencrashs, die wir hatten. Und warum sagt er der schwarze Schwan? Das hat damit zu tun, dass es ein Dogma, also eine Lehre gab, die unumstößlich war. Früher in der alten Welt, in der europäischen Welt, es gibt nur weiße Schwäne. Da hätte sich jeder eine Hand für abhacken lassen. Es gibt nur weiße Schwäne. Dann wurde Australien entdeckt als in Anführungsstrichen neue Welt. Und siehe da, es gibt schwarze Schwäne. Das heißt, etwas, was über Jahrhunderte in Europa ein Dogma war, wurde von heute auf morgen in Frage gestellt, beziehungsweise war keine Wahrheit mehr. Es gibt schwarze Schwäne. Und deshalb ist dieses Bild in der Volkswirtschaft ein Bild für etwas Unvorhergesehenes. Und wir müssen uns also darüber immer im Klaren sein, das, was passiert, können wir nicht vorhersehen. Also wissen wir auch im Moment nicht, was passiert in Zukunft durch diese Krise. Aber wir werden alle, die allermeisten von uns, weiterleben. Und es wird uns weiter gut gehen. Und wir werden daraus eine Menge mitnehmen. Wir schaffen durch Kreativität viel mehr. Ich habe es ja schon mal gesagt, Krise ist ein konstruktiver Zustand. Wir werden uns, wenn wir uns begegnen und ihr mich vielleicht auf dieses Seminar ansprecht, dann werde ich euch in einem halben Jahr sagen, überlegt mal, was wir damals alles gedacht haben und was wir heute daraus gelernt haben und was wir verändert haben. In jeder Hinsicht. Es gibt ein schönes Beispiel, das will ich euch fast zum Schluss noch erzählen, was man aus Angst alles schaffen kann. Es gab das Apollo-Programm und im April 1970, einige haben vielleicht den Film Apollo 13 gesehen, das ist diese Geschichte hier aufgegriffen im Hollywood-Film. Im April 1970 kam ein NASA-Ingenieur in einen Kontrollraum rein, weil die NASA ein Riesenproblem hatte. Die Apollo 13 drohte im All im Grunde genommen zu verbleiben, die Astronauten zu sterben. Und zwar gab es ein Problem mit der Abluft, mit der CO2-Filterung in der Kapsel, also es drohte, dass die Astronauten erstickt bzw. gar nicht mehr zur Erde zurückkommen. Die NASA war zu diesem Zeitpunkt traumatisiert, weil die Apollo 1, die Astronauten waren auf der Startrampe in der Kapsel verbrannt. Das waren eklatante Fehler, die Houston gemacht hatte in der Vorbereitung, die NASA in der Projektierung. Das hat die gesamten Mitarbeiter völlig traumatisiert und man war mit viel größerer Sorgfalt an alle anderen Projekte rangegangen. Nun drohte der Tod der 3 Astronauten. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser NASA-Ingenieur, Chefingenieur kam in diesen Raum rein und warf auf den Tisch einen
Karton, Klebebänder, eine NASA-Weltraumkarte und ein paar kleinere Dinge, die er vermeintlich, von denen er vermeintlich wusste, dass sie in der Kapsel waren, und sagte dann zu den Ingenieuren, baut daraus einen Filter. Weil mehr hatten sie nicht in der Kapsel. Das heißt, sie hatten nur die Möglichkeit, mit diesem Klebeband, mit dieser Tüte, mit dieser Landkarte, mit allem, was damit verbunden war, irgendwelchen Muttern und Schrauben, einen Filter zu bauen. Und siehe da, sie haben einen Filter gebaut. Das könnt ihr mal googeln, dann werdet ihr sehen, wie das aussah. Da gibt es ein historisches Foto von. Die Astronauten wurden gerettet, wie ihr wisst. Und diese NASA-Mitarbeiter haben in dieser Zeit der Krise tagelang, sind die nicht nach Hause gegangen. Die haben sich nur um diese Astronauten gekümmert. Das müsst ihr euch vorstellen, wären die nicht in dieser Ausnahmesituation gewesen, hätte kein Mensch diesen Filter bauen können. Das hätte auch jeder gesagt, spricht da die Norm nicht. In Amerika ist es zwar nicht die Norm, oder das kriegen wir nicht durchgesetzt, das wissen wir nicht. Nur aus dieser Krise heraus haben wir das getan. Und ich bin ja als in meinem Berufsleben im Kreativen unterwegs und ich sage immer, Kreativität braucht Konflikte, Kreativität braucht Druck, Auseinandersetzung, denn sonst verändern wir uns nichts. Und das ist überall im Leben so, nur in Krisen bewegen wir uns. Ist egal, ob privat oder beruflich. Und meistens bewegen wir uns zum Besseren. In meinem Leben, ich werde dieses Jahr 64, habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass ich nicht am Ende aus einer Krise positiver rausgegangen bin. Heute habe ich euch ein Gedicht mitgebracht von jemandem anderen zum Schluss. Das ist von Boris Pasternak. Boris Pasternak ist ein russischer Schriftsteller gewesen, für die sich ein bisschen bildungsbürgerlich noch auskennen. Boris Pasternak hat den berühmten Roman Dr. Schivago unter anderem geschrieben. Ich kann euch aber in zweierlei Hinsicht zum Schluss beruhigen. A, werde ich das Gedicht nicht in Russisch vortragen und B, wird es auch nicht ganz so lang sein wie der Roman Dr. Schivago. Wiederum als kleine Lebenshilfe zum Schluss. Berühmt zu sein ist nicht das Wahre. Das ist es nicht, was uns erhebt. Es lohnt nicht, dass man bange Jahre an alten Manuskripten klebt. Des Schaffens Ziel ist Selbsthingabe und nicht Erfolg und lautes Schreien. Und Schmach ist's, ohne Wert zu haben, ein Spruch in aller Mund zu sein. Nein, leben. Nicht vom Stolz getrieben. So leben, dass zu guter Letzt man auf sich zieht des Raumes Liebe. Der Zukunft Ruf vernimmt im Jetzt. Und stehen lassen, was vergebens. Im Schicksal, aber nicht im Werk. Ganze Kapitel seines Lebens abtun mit einem Randvermerk. In Unbekanntheit untertauchen und drin verbergen seinen Schritt, wie sich verbirgt im Nebel hauchen die Landschaft, bis man nichts mehr sieht. Dein Weg wird auf lebendigen Fährten einst andern Stuf um Stufe klar, doch selber darfst du nie bewerten, was Sieg, was Niederlage. Und keinen Deut von dem aufgeben, was der Person gehören muss. Lebendig bleiben, nichts als Leben, nichts als lebendig. Bis zum Schluss. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Haltet die Ohren steif. Tschüss.